Liebe Zuschauer, stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden Koffer packen und die Heimat, in der Sie aufgewachsen sind, verlassen. Gerade mal mit zwei Koffern, alles andere würden Sie zurücklassen und ein neues Leben in einem neuen Land beginnen. Heute treffe ich eine Person, die ihre Heimat verlassen hat, um nach Hause zu kommen. Herzlich willkommen zu Faszination Israel. Das Mahnmal Gleis 17 in Berlin. Von hier aus wurden während des Zweiten Weltkrieges über 50.000 deutsche Juden deportiert. Die allermeisten von ihnen wurden in Konzentrationslagern ermordet. Am 18. Oktober 1941 fuhr der erste Deportationszug mit 1.251 Menschen auf den Gleisen des Bahnhofs Grunewald Richtung Osten. Roman Polonski ist russischer Jude, studierter Pianist und lebt heute in Berlin. Gottfried Bühler trifft Roman hier am Mahnmal Gleis 17, denn der Holocaust wirft einen dunklen Schatten auf seine facettenreiche Lebensgeschichte. Roman, wir sind hier in Berlin am Mahnmal Gleis 17, eine der bedeutendsten und wichtigsten Gedenkstätten. Gibt es in deiner Familie Opfer der Shoah? Ja, die gibt es. Meine Tante wurde in Odessa ermordet. Sie war dort zu Besuch bei ihrem Onkel und es gelang ihr nicht zu entkommen. Plötzlich war sie einfach verschwunden. Meine Großmutter, mein Großvater und meine Mutter waren im Exil in Sibirien. Es war ein unglaublich beschwerlicher Weg, tausende Kilometer, auf dem sie immer wieder Bombardierungen durch Nazi-Flugzeuge erlebten. Manchmal hörte ich später, wie meine Mutter nachts weinte, weil sie Albträume von diesen Bombardierungen hatte. Sie war damals noch sehr jung gewesen, ein kleines Mädchen. Sie wurde 1927 geboren, also war sie im Krieg erst 14 Jahre alt. Was dabei fast unglaublich erscheint, ich hatte lange überhaupt keine Ahnung von dieser Tragödie. Denn im Staat der ehemaligen Sowjetunion gehörten Wörter wie Holocaust nicht zum Sprachgebrauch.
In Unterrichtsplänen, Schulbüchern, Filmen oder Zeitungen berichtete niemand darüber, dass 6 Millionen Juden im Krieg ermordet wurden. Wann hast du es dann herausgefunden? Erst als wir 1990 nach Israel kamen, erkannten wir das ganze Ausmaß dieser Völkermordkatastrophe. Als der Krieg schon verloren war und jeder wusste, dass Deutschland in ein paar Tagen kapitulieren würde, hörte die Todesmaschinerie noch nicht auf. Und Juden wurden weiter deportiert und ermordet. Diese Juden waren Berliner, sie waren deutsche Staatsbürger. Diese Gedenkstätte zeigt, wie viele von ihnen nach Treblinka, Auschwitz, Mauthausen oder in andere Vernichtungslager abtransportiert wurden. Die Grausamkeit der Deportationen wird noch eindrücklicher, wenn man sich bewusst macht, dass Buch über jeden einzelnen dieser Juden geführt wurde. Man stelle sich nur einmal vor, wie 1000 Juden in einem Zug zusammengepfercht wurden. Tiere werden heute besser behandelt als diese Menschen. Hast du denn Hinweise, was damals mit deiner Tante geschehen ist? Nein, leider wissen wir nicht, was damals passiert ist und wie sie in Odessa ermordet wurde. Das ist sehr traurig. Aber unsere Geschichte ist da leider kein Einzelfall. Von meinen jüdischen Freunden weiß ich von keiner einzigen Familie, die aus ihrer Vergangenheit nicht eine ähnliche Geschichte zu erzählen hätte. Was geht in dir vor, wenn du heute an diesem besonderen Ort bist? Ich kann sagen, dass ich Gänsehaut habe. Es fühlt sich so an, als würde ich mit etwas in Berührung kommen, was nicht nur Erinnerung, sondern noch am Leben ist. Als könnte ich diese Menschen und ihre Angst immer noch spüren, all die schrecklichen Momente, die sie durchlitten haben. Das macht mich betroffen und sehr traurig. Aber ich möchte dir einen der Gründe verraten, warum ich heute in Berlin lebe, hier arbeite und von Jerusalem hierher gezogen bin. In Jerusalem hat es zurzeit wahrscheinlich um die 20 Grad, eine sehr angenehme Temperatur. Aber hier gibt es eine jüdische Bevölkerung, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen ist. Etwa 250.000 Juden. Unsere Arbeit besteht darin, ihre jüdische Identität zu stärken und auch ihren Wunsch, Teil unseres Volkes zu sein. Denn sie waren 70 Jahre lang vom jüdischen Leben völlig abgesondert. Viele von ihnen denken zwar über Israel nach, aber wissen gar nicht, wie Israel wirklich ist. Sie denken, es ist ein kleines Land in der Wüste. Dabei ist Israel ein modernes, starkes Land. Und dieses Wissen über Israel wollen wir vermitteln. Ich selber bin ja ein Teil von ihnen. Auch ich bin Jude, in der Sowjetunion aufgewachsen. Nur habe ich mich für Israel entschieden. Sie sind nach Deutschland gekommen. Aber trotzdem sind wir eine weltweite Familie. Im Frühjahr 2020 wurde Roman Polonski zum Regionaldirektor für Deutschland und Osteuropa der Jewish Agency berufen, weshalb er heute in Berlin lebt. Doch viele Jahre zuvor hatte er die Umsiedlung seiner Familie nach Israel zu bewerkstelligen. Roman, vor über 30 Jahren hast du die ehemalige Sowjetunion verlassen und bist nach Israel gezogen. Warum gerade Israel?
Vielleicht fange ich damit an, warum wir überhaupt ausgewandert sind. Es war in den späten 80er Jahren, als klar wurde, dass das bisherige System der Sowjetunion zusammenbrechen würde. Die Menschen entwickelten ihre eigene Vorstellung von Identität und Zuhause. Moldauer, Litauer, Ukrainer und so weiter. Die Frage nach der nationalen und persönlichen Identität, wer ich wirklich bin, gewann für alle auf einmal stark an Bedeutung. Auch für uns Juden. Ich war damals 35 Jahre alt und erkannte, dass ich nicht nur meine eigene Zukunft in der Hand hielt, sondern auch die meiner Kinder, Enkel und die der nachfolgenden Generationen. Meine Frau und ich empfanden den starken Wunsch, wir wollten zu Hause sein. Wir wollten nicht nur irgendwo Gäste sein. Wenn ich deine Frage, warum Israel, mit nur einem Wort beantworten müsste, wäre es Zugehörigkeit, Teil von etwas zu sein. Wir Menschen sehnen uns nach zwei Dingen, die einander gegenüberstehen. Auf der einen Seite möchten wir frei und unabhängig sein. Das ist uns sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist es, Teil von etwas zu sein und dazuzugehören. Und ich gehöre zum jüdischen Volk. Das ist mein Volk. Bevor ich nach Israel kam, hatte ich das Glück, schon etwas Hebräisch gelernt zu haben. Vom ersten Moment an, als ich diese Sprache hörte, kam sie mir irgendwie bekannt vor. Viele meiner Schüler beschwerten sich, dass diese Sprache so kompliziert und komisch sei. Von rechts nach links zu schreiben. Und wir haben diese seltsamen Buchstaben. Ich lernte die Sprache sehr schnell. Und nach einem Jahr Hebräischunterricht kam ich nach Israel und begann, an der Universität in Tel Aviv Hebräisch zu unterrichten. Nach nur einem Jahr? Ja, nach einem Jahr. Unglaublich. Ich denke, es war eine Art Bestimmung. Der Weg war wie vorgezeichnet für mich, nach Israel zu kommen. Seit meiner Kindheit hatte ich immer davon geträumt, eines Tages Schriftsteller zu werden. In Israel wurde ich dann Journalist und war sehr erfolgreich. Ich arbeitete fürs Radio, für Zeitungen und moderierte sogar meine eigene Fernsehsendung. Das heißt, ich habe Israel als einen Ort erlebt, an dem man sich selber mehr entdeckt. Man erkennt auf einmal, dass man Talente und Fähigkeiten besitzt, die man vorher nie wahrgenommen hatte. In der Ukraine hast du Musik studiert. Kam dir nie der Gedanke, dort eine Musikkarriere zu machen? Nun, ich habe zwar Musik und Theater studiert und zwei Masterabschlüsse in Klaviermusik und Theater absolviert. Als ich aber nach Israel kam, merkte ich sehr schnell, dass es dort mehr Schauspieler gab als Zuschauer und mehr Regisseure als Schauspieler. Man erzählte sich damals einen Witz, der in gewisser Weise tatsächlich der Realität entsprach. Es hieß, dass Neueinwanderer, die ausnahmsweise ohne Geige aus dem Flugzeug stiegen, Pianisten sein mussten. Antisemitismus, der Hass auf das jüdische Volk, nimmt in Deutschland leider immer mehr zu. Leider müssen wir feststellen, dass Antisemitismus nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern zunimmt. Aber in Deutschland ist es mit Blick auf die Geschichte besonders schlimm. Eigentlich sollte Deutschland bei diesem Thema viel empfindlicher und wachsamer sein. Stattdessen sehen wir, wie Antisemitismus heute wieder zunimmt.
Was ich sehr interessant finde, ist, wie die Juden darauf reagieren. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Wir haben ein Programm mit dem absichtlich recht provokativen Namen Rent a Jew, auf Deutsch Jude zur Miete. Junge Juden besuchen hierbei deutsche Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser oder Universitäten, sprechen dort über ihr Jüdischsein und sagen zum Beispiel: Seht mal, ich bin ein Jude, aber ich habe gar keine Hörner. Wir saugen auch kein Blut. Wir folgen einfach nur unseren Traditionen. In Deutschland erfordert es heute Mut, offen zu bezeugen, dass ich Jude und ich stolz auf meine Geschichte bin. So können wir mit diesem Programm einige Vorurteile aus der Welt schaffen. Aber auch die Juden selbst werden dadurch in ihrer jüdischen Identität bestärkt und gefestigt. Vor etwa einem Jahr traf ich hier in Deutschland auf eine Gruppe junger Juden. Sie waren zwischen 15 und 22 Jahre alt. Insgesamt waren es etwa 60 Jugendliche, und ich fragte sie: Wie viele von euch haben schon selber Antisemitismus erlebt, sei es in Wort oder Tat? Die Reaktion schockierte mich. 85% dieser jungen Juden hatten selber Antisemitismus im heutigen Deutschland erlebt. In ihren Klassenzimmern, unter Freunden, auf öffentlichen Plätzen. Das hat mich sehr erschüttert. In einem Alter, in dem viele Deutsche schon an die Rente denken, hast du dich dazu entschieden, von Israel nach Deutschland zu kommen. Wieso? Mich haben tatsächlich die jüngsten Vorfälle in Deutschland dazu motiviert. Wir machten uns ernsthaft Sorgen über zunehmenden Antisemitismus. Nach dem Terroranschlag in Halle brauchte die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine Person vor Ort, um bei all diesen Herausforderungen zu helfen. Wie du wahrscheinlich weißt, leben etwa 250.000 russischsprachige Juden in Deutschland, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Sie sind Juden, sie sind Russen und sie leben in Deutschland. Das stellte für mich eine weitere Lebensherausforderung dar, sie dabei zu unterstützen, sich wieder mit ihrer jüdischen Identität und Geschichte zu verbinden. Und natürlich wollte ich auch denen bei der Aliyah helfen, die nach Israel einwandern möchten. Im heutigen Sprachgebrauch bedeutet Aliyah die Rückkehr der Juden in das Land Israel. Die biblischen Propheten sprechen davon, so zum Beispiel Jesaja. Er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas, sammeln von den vier Enden der Erde. Erst durch den modernen Zionismus werden solche Prophetien erfüllt. So sind seit ca. 1882, historisch betrachtet der Beginn der ersten Aliyah-Welle, rund 4 Millionen Juden aus über 120 Nationen in ihr verheißenes Land gekommen. Diese Bewegung ist in der Geschichte der Menschheit absolut einmalig. In der jüdischen Geschichte übertrifft sie rein zahlenmäßig sogar den biblischen Exodus, den Auszug aus Ägypten. In meinen Augen gibt es 4 Hauptgründe für die Aliyah. Der erste ist ein Push-Faktor mit Blick auf die Situation im jeweiligen Herkunftsland. Wir sprechen hier von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Problemen oder sogar vom Krieg. Der zweite Grund für Aliyah ist ein Pull-Faktor. Das ist der Fall, wenn Juden darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussehen soll und was das Land, in das sie auswandern, alles zu bieten hat.
Denn selbst für den größten Zionisten müssen einige grundlegende Dinge wie ein Arbeitsplatz oder ein Zuhause gegeben sein. In dieser Hinsicht sind unsere Integrationsprogramme der Jewish Agency von großer Bedeutung. Auch persönliche Umstände können zur Aliyah motivieren, zum Beispiel wenn Geschwister oder andere Verwandte bereits in Israel wohnen. Und der vierte entscheidende Faktor ist die Verbundenheit mit dem jüdischen Staat. Das Gefühl, dass der jüdische Staat mein Zuhause ist und ich dorthin gehöre. In diesem Fall machen Juden Aliyah, weil sie spüren, dass sie Teil dieses Landes sind. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass christliche Organisationen bei unserer gesamten Arbeit in diesem Bereich unsere besten Partner und Freunde sind. Dazu zählen die ICEJ, Eben Ezer International, Eben Ezer Hilfsfonds, Christen an der Seite Israels und viele weitere Organisationen und Gemeinden, die uns dabei helfen, Juden nach Hause zu bringen. Diese Hilfe ist unverzichtbar und von großer Bedeutung. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit christlichen Organisationen zusammen. Gibt es denn in Deutschland Juden, die darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen? 2014 sind 102 Juden aus Deutschland nach Israel ausgewandert. 2018 waren es 197. Die Zahl hat sich also fast verdoppelt. Vor einigen Jahren war Aliyah noch eine Art Tabuthema in Deutschland. Heute hingegen wird offen darüber nachgedacht und gesprochen. Besonders junge Leute wollen mehr über Israel erfahren. Wie funktioniert das dann? Sie müssen die Sprache lernen, aber wie integriert ihr sie? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie in Israel ankommen, bekommen Sie 5 Monate Hebräischunterricht an einer Hebräischschule. Ist das wie eine tägliche Schule? Ja, genau. Sie haben regulär 5 bis 6 Stunden Unterricht am Tag. Aber auch in den Herkunftsländern haben Sie schon Hebräisch. In Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben wir zum Beispiel rund 6.000 Menschen, die die Sprache bereits vor ihrer Einreise lernen. Und das erleichtert natürlich die Integration. Mir hat es damals die Türen in der israelischen Gesellschaft geöffnet, dass ich die Sprache schon beherrschte, als ich ins Land kam. Deshalb konnte ich so schnell Hebräischlehrer werden, später dann Journalist und Stabschef eines Ministeriums und so weiter und so fort. Was Arbeitsplätze anbelangt, Neueinwanderer müssen nach einigen Monaten, etwa einem halben Jahr, einen Job finden, denn sie müssen ja Geld verdienen. Der Staat hilft ihnen zwar am Anfang, aber natürlich nicht ewig. Es ist sehr wichtig, selber aktiv zu werden, eine Tätigkeit aufzunehmen und nicht nur darauf zu warten, dass man Hilfe bekommt. Denn dann öffnen sich auch verschiedene Türen. Es heißt, dass die Rückkehr des jüdischen Volkes aus aller Welt eines der größten Wunder der Neuzeit darstellt. Glaubst du, es gibt da eine Verbindung zu den uralten Prophetien der Bibel? Ja, ich glaube, dass es die Erfüllung dieser biblischen Prophetien ist. Es ist nicht nur ein Wunder, dass Menschen nach Israel auswandern. Israel ist in sich selbst ein Wunder. Wie dieser Staat 1948 gegründet wurde, wie er all die Angriffe und Kriege überlebte, wie die hebräische Sprache, die wir sprechen und die ich so sehr liebe, wiederbelebt wurde und wie ein Phönix aus der Asche erstand. All das ist doch ein Wunder. Und ja, ich glaube absolut, dass sich darin das erfüllt, was die Bibel voraussagt. Was ist dein größter Wunsch und deine Vision für deine Arbeit in Deutschland? Mein Anliegen ist es, dass hier so viele Juden wie möglich wieder mit ihrer Identität, ihren Wurzeln und ihrem Erbe verbunden werden. Meine Arbeit soll ihre jüdische Identität stärken, dass sie wieder stolz darauf sein können, Juden zu sein.
liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen etwas vorlesen aus der Bibel, aus dem Prophetenbuch Jeremia. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihrem Land zur Ruhe bringen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Liebe Zuschauer, genau darüber hat Roman Polanski geredet, dass die Nationen bei diesem großen himmlischen Unternehmen mitarbeiten und das jüdische Volk unterstützen bei der Rückkehr in das Land ihrer Vorväter. Wenn Sie mehr Informationen über dieses außergewöhnliche Projekt Aliyah haben möchten, dann besuchen Sie doch gerne mal die Webseite icej.de. Schön, dass Sie heute dabei waren. Auch heute hat Faszination Israel wieder etwas gezeigt, was man sonst so nicht zu sehen bekommt. Und darf ich Sie bitten, helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir weiterhin Sendungen wie diese machen können. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen aus Berlin mit einem herzlichen Shalom.